Ich bin mal gespannt. Bei 30 Euro sind wir. Möchte den jemand für 35 Euro nehmen? Das geht ja gut los. Drittes Gebot, schon 35 Euro. Junggeselle Jan hat seinen Marktwert vorher deutlich pessimistischer eingeschätzt, genau wie die anderen. 10 Euro wärst du ganz nett. Mehr nicht? Ich bin, mit 10 Euro kriege ich doch hier schon zwei Bier, oder? Ich bin froh, wenn ich überhaupt Geld bekomme, bin ich ehrlich. Also 10 wären schon toll. Ich bin heute das erste Mal dabei. Ich weiß auch nicht, was da so überhaupt geboten wird. Bei 50 Euro bin ich glücklich. Bevor aber die Damen die Scheine rausholen, müssen die fünf Herren zeigen, was sie können. Zum Beispiel Bier trinken unter erschwerten Bedingungen. Oder leere Bierkisten als Gehhilfen benutzen. Zur Erheiterung der männlichen Zuschauer. Die Damen aber sind noch nicht überzeugt. Dies Jahr nicht. Oh, aber wir gucken erst mal noch, ne? Ich habe vor 10 Jahren schon mal hier einer steigert, aber das war nicht so doll. Auktionator Hendrik Treuse hat alles im Griff und im Blick. Wenn eine unüberlegt winkt, ist sie dran. Schließlich wird hier per Handzeichen geboten. Ihr winkt hier fröhlich durch, das kostet 10 Euro. Das ist egal, du hast 10 Euro geboten für Slava. Erklär das deinem Mann zu Hause, warum du hier auf Männer steigerst. Das kann nicht angehen. Patrick, der Supermann. Ihn mögen die Bieterinnen offensichtlich. Sein Marktwert steigt und steigt. Eine Dame nach der anderen muss wieder von der Bühne, wenn sie überboten wurde. Aber dann schmeißt eine Gruppe von Frauen zusammen. So, 120 zum Ersten. 120 zum Zweiten. Zum Dritten verkauft! Ich schenke den meiner Freundin. Sitzt sie denn mit ihrem Geschenk zufrieden? Mega! Erst ersteigert und dann verschenkt. Sowas erlebt man auch nur auf dem Bruxer Heiratsmarkt.